sag ich mal. Und hat sich natürlich auch schon viele Jahre länger, glaube ich, mit den Thematiken auseinandergesetzt wie ich. Wo ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ist, sobald ich jetzt da was dann über die Zinseszins-Thematik gesagt habe, sagst du was, was ich voll und ganz nachvollziehen kann. Klar hängt es damit zusammen, was soll eigentlich produziert werden, was wollen die Menschen eigentlich konsumieren und was drücken die, sag ich mal, die großen Konzerne, was drücken die durch in den Ländern, um Märkte zu öffnen und so weiter. Aber ist es denn nicht so, das kommt mir immer so vor, es ist doch eine Exponentialfunktion innerhalb des Geldsystems durch den Zinseszinseffekt vorhanden, oder nicht? Das ist, der hat doch eine Auswirkung. Also das verstehe ich nicht, dass das nicht... Das Grundproblem ist, wenn du das als mathematisches Modell siehst, ja, dann ist es natürlich so, dass wenn man, ne, kann sich jeder ausrechnen mit einem Zinseszinsrechner oder wie auch immer, dass wenn du vor tausenden von Jahren irgendwas investierst, dann kriegst du am Ende eine höllische Summe raus, die natürlich überhaupt nicht mehr in Relation steht. Nur Ökonomie funktioniert nicht so. Und insbesondere der Kapitalismus funktioniert nicht so. Weil der Kapitalismus wird einmal alle 7 Jahre von massiven Krisen erschüttert. Ja? Das heißt, es findet nicht nur, ich sage jetzt mal, Kapitalvermehrung statt, sondern es wird, sonst kann der Kapitalismus auch nicht funktionieren, sondern es findet alle paar Jahre, wenn nämlich der Markt völlig überlastet ist, wenn die Produkte nicht mehr abgesetzt werden, eine riesige Kapitalvernichtung statt. Das hatten wir 2008, als diese Finanzkrise auf dem Höhepunkt war. Da sind sozusagen die Finanztitel in atemberaubender Geschwindigkeit in den Keller gerauscht. Und interessanterweise ist dann Folgendes passiert. Um nicht sozusagen die Profite, ja, der großen Konzerne sozusagen in dieser Krise kaputt gehen zu lassen, hat man dann genau das gemacht. Man hat nämlich von staatlicher Seite interveniert und hat diese Banken gerettet mit unseren Steuergeldern. Ja? Und das, was jetzt rausgekommen ist, ist, dass natürlich dadurch die Staatsverschuldung vor allen Dingen immens angestiegen ist. Und dass das wiederum die sozusagen jetzt angebliche Ursache dafür ist, dass wir solche Schweinereien erleben wie in Griechenland, dass ganze Länder ihre Krankenversicherungen weggenommen, den Menschen die Krankenversicherung weggenommen bekommen und ähnliches. Das heißt, es ist einfach komplizierter als nur der Zinseszins. Ja, das ist, denke ich, das, was man begreifen muss. Dass Ökonomie dynamisch und mit Auf und Ab, mit Krisen funktioniert. Ja, und dass es keine sozusagen immer durchgehend laufende Entwicklung ist, wie man sich vorstellen könnte in mathematischen Modellen. Ja, okay. Vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen auf der Spur, warum sich das so manchmal ein bisschen anfühlt, als ob wir aneinander vorbeireden. Also ich glaube, wir, uns allen anderen, ist es voll und ganz bewusst, dass es nicht nur am Zinseszins liegt. Aber ich weiß nicht, ob ich da... entschuldig mal bitte, ich kann kaum mich auf mich konzentrieren. Also, Verzeihung. So, nochmal von vorne. Also, wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht nur im Zinseszins liegt. Aber, so ist es für mich im Verständnis, ich weiß nicht, wie es dann bei euch, solange dieser Zinseszinseffekt mit dem Exponentiellen doch drin ist, dann funktioniert die Ökonomie auch so. Du sagst, die funktioniert nicht so. Der ist aber doch auch drin, der Zinseszinseffekt. Und es hängt nicht nur allein von dem Antrieb einzelner Menschen zusammen, dass fünf Menschen in Deutschland, fünf Einzelne, besitzen so viel an Geld wie 40% der restlichen in Deutschland. Fünf Menschen so viel wie 32 Millionen. Das ist nicht nur durch Ehrgeiz und durch Konsum, sondern da kommt für mich sowohl auf der Sparerseite der Zinseszinseffekt auch mit hinzu, aber auch auf der Schuldenseite. Ich habe mal eine Ausstellung geleitet von alassia.de, Geschichten der Schuldenkrise. Wirklich, wo man gesehen hat, wo da losgegangen ist, 1980 oder 70, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, und wie der IWF und der Pariser Club, was die da für eine Sauerei machen, ohne dass da eine vernünftige Instanz ist, die das entscheidet. Und diese Schulden, deswegen auch dieser Ausspruch von der Sparkasse, die haben 5 Milliarden Dollar geliehen, haben 16 zurückbezahlt, es langt immer noch nicht. Das hat für mich auch mit dem Zinseszins zu tun, oder nicht?
Also das ist doch auch ein Faktor. Die interessante Frage ist doch, nehmen wir die fünf Familien, die du genannt hast. Also eine davon, weiß ich, ist Aldi. Ja? Der Aldi-Konzern oder die beiden Aldi-Konzernen Nord und Süd wären nie so groß geworden, hätten die das Geld auf die Bank gelegt. Keine Chance. Ja? Die hätten diesen Reichtum nie anhäufen können. Sondern sie leben dadurch, dass sie menschliche Arbeitskraft ausbeuten. Das ist die entscheidende Grundlage, wie in diesem Land Reichtum entsteht. Und nicht dadurch, dass ich das Geld irgendwo anlege. Das ist nicht die entscheidende Quelle. Wir wissen, wenn in einem Unternehmen, wenn wir WZF oder so, wenn dort Leute sozusagen 8 Stunden arbeiten, dann arbeiten sie maximal 2 Stunden für ihren eigenen Lohn, ja, und 6 Stunden arbeiten sie für den Konzern. Das heißt, darin liegt die eigentliche Quelle des Reichtums. Die wird natürlich auch wieder umverteilt. Die wird über Banken, über Zinssysteme, ne, so wie du, von daher ist das auch ein Teil von Ausbeutung. Ist auch eine Art und Weise, ne, wie natürlich umverteilt wird von unten nach oben. Aber es ist nicht die alleinige und es ist vor allen Dingen, und das ist halt mein Hauptkritikpunkt, es ist nicht die entscheidende Quelle, den Reichtum in diesem Land zu vermehren. Weil im Bankensystem entsteht kein Reichtum. Reichtum entsteht, indem neue Werte geschaffen werden. Und neue Werte entstehen im Produktionsprozess und nicht dadurch, dass Geld irgendwo rumliegt. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und ich glaube, auch das ist ja ein Grund, warum wir mit auf der Straße sind, weil auch hier in Deutschland viele Menschen unter solchen lebensunwürdigen Lebensbedingungen arbeiten müssen. Sei es jetzt die Leiharbeitsfirmen, das ist ja fast wie eine moderne Sklaverei. Also ich habe auch schon mal einen 400-Euro-Job gemacht in einem Lager, da hatte ich am Ende im Endeffekt einen Stundenlohn von 3,50 Euro, wenn ich den Fahrer noch abgezogen hatte und dann Überseecontainer ausgeladen mit 200 Kühlschränken. Also total irre. Natürlich ist diese Ausbeutung auch ein Punkt. Kommen wir denn nicht irgendwie gemeinsam auf einen Punkt, dass wir sowohl die Veränderungen fordern in den Prozessen, wie produziert wird, dass die Menschen immer ausgebeutet werden, und dass wir trotzdem auch fordern können, wir brauchen den Zinseszinseffekt nicht. Wir wollen diesen exponentiellen Faktor aus dem Geldsystem draußen haben. Was spricht denn dagegen? Das Grundproblem ist schlicht und ergreifend, dass wenn man das fordert, wenn das sozusagen eine eigenständige Forderung ist, dann ziehst du sozusagen legst das Hauptaugenmerk auf diese Frage Zinseszins. Das ist wie wenn du sagst, wir wollen Frieden auf der Welt und unsere Hauptforderung ist, dass jetzt Pfeil und Bogen abgeschafft wird. Ja, also das war jetzt gemein, aber es ist eine überspitzte Geschichte. Wie gesagt, es spielt eine Rolle, völlig klar, ja. Und wenn man das in einem Gesamtkonzept denkt und die Diskussion auch, wir alle sind ja auf der Suche nach Alternativen, nach Möglichkeiten, was zu verändern. Und natürlich spielt das Finanzsystem eine Rolle. Da müssen aber meiner Meinung nach ganz andere Hebel zunächst mal angesetzt werden. Es gäbe die Möglichkeit, sehr schnell Veränderungen durchzuführen. Was wir im Moment gerade erleben, ist, dass das Finanzkapital-Casino gerade wieder angeschmissen worden ist. 2008 ist es runtergerannt, jetzt werden schon wieder die nächsten Blasen vorbereitet. Und wir werden für diese ganzen Krisen bezahlen, die jetzt in der nächsten Zeit noch schlimmer kommen werden, weil immer mehr Kapital in diesem Bereich angehäuft wird. Nein, man muss da Bremsen reinhauen. Man muss verhindern, dass dieser Finanzsektor sich immer weiter aufblähen kann. Man muss riskante Finanzgeschäfte verbieten. Man muss demokratische Kontrolle im Bankensystem einführen. All das ist wichtig, um überhaupt erstmal einen Zugriff auf diese Bereiche zu kommen. Und dann kann man natürlich im weiteren Verlauf überlegen, wie kann ein anderes Finanzsystem insgesamt aussehen, das gerechter und menschenwürdiger ist. Von daher denke ich auch, die Diskussion geht weiter. Und ja, ist eine spannende Geschichte. Vielleicht kommen wir ja im Laufe der Diskussion auch noch auf eine sinnvolle gemeinsame Lösung. Also, ich fände einfach nur schon mal, ich weiß nicht, was meint ihr dazu, diese sinnvolle gemeinsame Gedanken, wenn wir es uns gelingt, schon mal im Kleinen, dass wir mehrere Forderungen haben, sowohl die Ebenen, die du ansprichst, aber dass der Zinseszins auch nicht untergeht. Ich meine, man kann ja nicht abstreiten, dass es Menschen auch wichtig ist und
die deswegen dann zu verurteilen, bringt ja auch nichts. Wenn jetzt über den Zinseszinseffekt die Menschen aufmerksam werden, über die ganzen Zusammenhänge innerhalb des Geldsystems und des Wirtschaftssystems und dann auch andere Lösungsmöglichkeiten und Alternativen Stück für Stück begreifen, dann können wir zusammen doch mehr umsetzen, als wenn der eine gegen Zinseszins ist und der andere sagt doch dann das. Oder kriegen wir das irgendwie hin, dass wir da zusammen, das wäre doch ein Schritt voran für uns, oder? Ich kann von unserer Seite nur einladen und bedanke mich herzlich für das Gespräch und für die Offenheit. Ja, ich mir auch. Danke sehr.